weiter mit High Rise City. Wir haben weiterhin Ron dabei, wir haben weiterhin mich dabei und bauen hier weiterhin schön unsere Stadt aus und können jetzt Ron eine Zone weiterbauen, Bürozone Dichte 2. Was mich dabei immer beruhigt, da gucke ich immer drauf, ob die Werkzeuge kosten. Weil wenn, wäre das ein teurer Spaß, weil wir die noch nicht herstellen können. Aber hier ist alles gut. Genau, also die Wohn- und Bürozonen benötigen keine Werkzeuge. Dafür verschiedene andere Bauressourcen, die, wenn man eine größere Fläche mit Zonen aufrüsten möchte, doch dann allerhand Material kostet. Gibt es dann auch die Möglichkeit, das zu reduzieren. Zum Beispiel durch Forschung kann man die Kosten pro Zone reduzieren, was zum Beispiel sehr hilft, um einen schnellen Ausbau der Stadt zu ermöglichen. Nadelöhr bei uns im Augenblick die Ziegel, weil wir tatsächlich nur eine Lehmgrube und eine Ziegelei haben, könnten wir uns mittlerweile leisten. Ne? Wir haben auch ein dickes Plus hier links, sollten wir einmal ausbauen. Wir nehmen das Kopiertool, kopieren einmal die Lehmgrube hier. Und setzen die dahin, wo es möglichst auch 100% abwirft. Das wäre auch hier vorne. Da ist es gerade noch baubar. Das geht. Ja, wir können auch nach hier eine Straße raufziehen, aber wir machen es einmal so. Ich hätte die vielleicht Daniel, es kippen können. Hm? Es gibt eine Forschung, mit dem du jedes Gebäude, welches so Bodenschätze benötigt, immer 100% liefert. Cool! Aber Lehm könnte dann auch irgendwo stehen, wo alles nur grün ist und kein Lehm, oder? Nee, es muss schon beim Lehmvorkommen sein, aber okay. Wenn du dort eine geringere Produktivität hast, kannst du mit dieser Forschung das auf 100% wieder erhöhen. Quasi das Pendant zum Fracking, befürchte ich. Ja, so ungefähr. So, wir könnten die Ziegeleien auch hier oben lassen. Ach ja, komm, wir stellen die da oben. Wir brauchen demnächst entweder noch eine weitere Spedition. Hier können wir eine reinquetschen. Einmal drehen. Zack, hier hin. Kurze Wege, alles gut. Locke fragt, ob man untere, also eine Stufe, eine Zone einer unteren Stufe, Bürostufe 1, upgraden könnte. Mit einem Upgrade-Knopf auf Bürostufe 2 zum Beispiel. Das geht nicht. Man müsste die Gebäude einfach abreißen und dann die Zone wieder drüber malen. Das geht mit dem Abreißtool ziemlich gut, weil du kannst beim Abrisstool auch festlegen, was du abreißen möchtest. Und dann kannst du einen großen Rahmen über sagen, ich will nur Gebäude abreißen, aber die Straßen bitte lassen. Und dann kannst du mit dem Pinsel schnell rübergehen und dann entstehen neue, dichtere Zonen. Wir könnten ja ein Sonnenwärmekraftwerk bauen. Okay, 6 Werkzeuge sind teuer, aber es wäre sehr preiswerter Strom. Preiswerter als der Wind, hat uns Ron erklärt. Die Frage ist, den Überschuss an Strom, können wir den exportieren? Ja, das geht auch. Das ist eine spezielle Forschung, mit dem es erlaubt, den überschüssigen Strom und das überschüssige Wasser in den freien Markt zu verkaufen. Ah, noch nicht. Das heißt, um dadurch viel Geld zu erwirtschaften, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Da machen wir noch eine Windturbine einfach hier irgendwo hin. Das war egal, wo die hinkommt. Als man merkt, sehr, sehr viele Sachen kann man im Forschungsmenü erwerben. Aber so weit sind wir hier leider noch nie. Die ist dreimal so teuer, die ausgebaute, und produziert nicht dreimal so viel Strom. Dann nehmen wir lieber eine einfache Windturbine. Die spart also nur Platz. Und könnten die hier auch noch weiter hier so reinquetschen hier. Ach, ich wollte hier noch eine Spedition hinsetzen. Nee, da ist ja eine. Alles klar. Ah, die hätte ich auch in die Lücken reinsetzen können. Die braucht ja keine Straße. Ist egal. Haben wir jetzt so gemacht, geht die Welt nicht von unter. Um die 200.000 haben wir. Die Leute sind durchaus zufrieden. Hier gibt es schon wieder Problemchen mit dem Müll. Wieder Haus abreißen? Was meinst du, warum das so ist? Weil dort oben haben wir nicht viel zu tun, ne? Ah, na doch, die ist 100% ausgelastet.
die kleine Müllabfuhr. Obwohl Fahrzeuge nichts zu tun haben, teilweise. Doch, jetzt sind alle unterwegs. 100% Auslastung. Also wahrscheinlich brauchst du eine zweite. Okay, brauchen wir eine zweite. Es kann auch durch den Verkehr kommen, ne? Wenn dann relativ viel Stau ist, stecken auch die Müllfahrzeuge im Stau. Mhm. Und, sieht aber nicht danach aus, ne? Sieht hier nie danach aus, aber da würde ich vorschlagen, eine zweite zu bauen. Vielleicht dann ein Stückchen weiter nach links rüber zu den Wirtschaftsbetrieben. Kurze Wege sind immer gut. Vielleicht hier so in die Mitte rein. Sowas wie hier zum Beispiel. Oder hier links hin. Hier hatten wir sowieso angefangen, Sachen zuzubauen. Ah, die braucht allerdings auch Müllzone drumherum. Reicht das ein bisschen hier? Das ist okay. Du kannst aber auch in der anderen Müllspedition weil mehr Zonen malen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum der Müll teilweise nicht schnell genug abgeholt wird. Das habe ich nicht kapiert. Lager. Dein Mülllager ist voll. Ach. Ja, natürlich. Das ist der Grund. Der Rest, das reicht es. Eine Müllabfuhr hätte eigentlich ausgereicht. Die fahren ja nie los, wenn die den Müll nie irgendwie lagern können. Der Müll über Zeit, verschwindet der Müll über Zeit, aber wahrscheinlich, ne? Aber nicht in dem Tempo, in dem wir den nachliefern, oder? So ist es. Also er verschwindet langsam. Aber je größer die Stadt ist, desto mehr Müllzonen brauchst du, um überhaupt eine gewisse Menge zu lagern, damit immer mehr verwittert. Und später, und ich glaube, du hast jetzt sogar schon die Möglichkeit, kannst du ein Recycling-Center bauen, mit dem du den Müll, diesen Rohstoffmüll, weiterverwenden kannst. Ah. Das wurde auch schon freigeschaltet gerade. Das heißt, das finden wir hier vorne. Kleines Recycling-Center. Und was entsteht dabei? Holz entsteht dabei. Okay. Unterhalt 4000? Nee, Unterhalt 700. Die Frage ist, ob sich das im Augenblick schon lohnt bei den Müllmengen, ne? 7 Müll kommt pro, was das war, pro Woche, ne? Pro Woche rein. So ist es. Können wir nachgucken, wie viel Müll wir produzieren? Gibt es da eine Statistik? Ja, wenn du im Ressourcenmenü einfach drüber hoverst, siehst du, wie viel Müll produziert wird. 12 Müll wird produziert. Das würde sich lohnen. Wir hätten es ausgelastet, ne? Wir müssten hier die Teile nicht immer weiter ausbauen. Super. Du kannst bei dem Recycling Center sogar wählen, welche Ressource du recycelt haben möchtest. Holz ist das eine, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. So, das kleine Recycling Center macht eine ganze Menge Lärm. Hier oben sind nur Büros, denen ist das Schnuppe. Das Recycling Center holt sich den Müll von einer Spedition. Das heißt, in irgendeine Spedition bitte hinsetzen. Die erfordert also, nicht so. Ja? Das stimmt nie ganz, weil Müll kann nur durch Müllwagen transportiert werden. Ach, der Müll wird hier aber von dir. Ja? Genau, aber die Ressource, die du rauskriegst, wie zum Beispiel Holz, wird natürlich von der Spedition wiedergeholt. Dann stellen wir die auf dem halben Platz zwischen einer Spedition und dem Müllcenter hier so rein irgendwie. Weil hier ist sonst nur Büro einmal hier vorne hin. Genau, den stört das nie, wenn da so viel Lärm ist. Es wurde im Chat mehrfach schon gefragt, ob man Straßen später upgraden kann. Gebäude dabei eventuell verschwinden, die daneben stehen, falls ein Upgrade überhaupt möglich ist. Upgraden von Straßen geht, solange die Straße dadurch nicht breiter wird. Zum Beispiel die zweispurige Straße hier kann man zu einer vierspurigen upgraden. Und wenn die breiter würde, würden dann Häuser verschwinden oder geht das Upgrade dann gar nicht? Das geht dann gar nicht. Da muss man dann schon auch die breitere Straße gebaut haben. Im Augenblick haben wir aber noch keine Staus. Oh Gott, was ist denn hier los? Ah, da wird Müll ausgeladen. Ich dachte schon, da passiert irgendeine furchtbare Katastrophe. Hier vorne brauchen wir Wasser. Unter anderem. Dann brauchten wir Strom. Hier vorne. Oder hatten wir, ist die Stromproduktion zu gering? Wir hatten doch ein Windrad gebaut. Das hat kein Umspannwerk in der Nähe. Nein, es funktioniert nicht. Schande.
heißt, es muss im gelben Radius sein. Extra dafür eins bauen. Wir brauchen ja nachher Strom hier vorne für Kohle. Das heißt hier, guck mal, das ist so hier irgendwie, so müsste es irgendwie hinkommen, ne? Vielleicht hier rechts nachher noch Fischer benutzen. Wir platzieren es mal hier so rein. Damit machen wir nichts falsch, ne? So hier. Da ziehen wir eine Straße runter. Ein Umspannwerk benötigt aber einen Straßenanschluss. Genau, den haben wir gerade dahingesetzt auch. Das Spiel ist gespeichert. Das muss jetzt auch angeschlossen werden an den Strom. Das heißt, wir brauchen einen Hochspannungsmast und der muss mit den anderen Hochspannungsmästen verbunden sein und die könnten wir von hier rechts einfach rüberziehen. Einmal quer über Straße und den Wald hinüber. Ja, die kleinere, ja, das ist. Kleinere Gebäude könnten wir drunter bauen noch nachher. Ja? Wir haben auch die Holzfäller links, das ist alles okay so. So, jetzt haben wir noch hier, da fehlt Strom, da fehlt Wasser. Wasserproduktion reicht. Stromproduktion sollte eigentlich auch gleich reichen. Wir lassen noch einen Moment Zeit weiterlaufen, ob sich das gleich noch ändert. Ist das schon zu Ende gebaut? Ja. Jetzt sind die Fehlermeldungen weg, alles gut. Hier links haben wir immer noch die Müllfehlermeldung, ne? Kann das nicht doch damit zusammenhängen, dass das so zu weit von der Straße entfernt ist? Eigentlich nie. Aber es sind immer die in der Mitte hier, ne? Hier wurde gerade Müll abgeholt. Ich wage den Gedanken kaum laut zu äußern, aber vielleicht ein Müllbug? Ja, das... Es kann sein, dass das wirklich ein kleiner Bug ist. Ja, wie furchtbar. Dicke Katastrophe. Nein, alles okay. Also ganz im Ernst, jetzt können wir, das ist Absicht, das haben wir so gemacht, damit wir, wie von dir eben erklärt, diesen Abrissmodus zeigen können, mit dem man Wahl hat, ob man Zonen entfernt oder nicht. Wenn ich hier zum Beispiel sage, Abrissfilter, dann Plus draufsetzen, dann ist ja auch die Zone entfernt. Ach, da war ja schon Gebäude und Zonen, da war schon das Häkchen. Wieder raus und jetzt sollte das nicht neu entstehen. Rinkorana schreibt in den Chat, WEB kriegt mal wieder jedes Spiel kaputt. Das ist meine große Superheldenfähigkeit. Denn da Leute können fliegen oder aus den Augen Laserstrahlen verschießen, tolle Gedichte schreiben oder große Kunstwerke erschaffen. Ich kann Spiele kaputt machen, die ich live zeige. Das ist meine Superheldenfähigkeit. Jetzt gibt es Obdachlose. Gibt es wirklich Obdachlose oder ziehen die Leute einfach weg, Ron? Es gibt Obdachlose. Also du hast zu wenig Wohnplätze. Das siehst du auch bei diesen Balken oben links, das für Wohnungen der ganz, ganz oben ist. Oh. Diese grüne Balken. Na, dann wollen wir mal für ein paar Häuschen mehr sorgen. Da wollen wir hoffen, dass die einfachen Leute auch in die cooleren Häuschen einziehen. Ich würde tatsächlich auch empfehlen, noch ein paar mehr zu bauen, weil du dann auch wahrscheinlich bald schon den nächsten Meilenstein erreichst. Wunderbar. Und außerdem kriegst du wieder mehr Geld. Du hast mich schon bei mehr Geld gehabt.
neue Gebäude verfügbar. Es könnte übrigens doch gewesen sein, im Chat wird es gerade angesprochen, dass die beiden Häuschen deshalb keinen Müll hatten. Ich spinne Gedanken mal weiter, weil ich meine Straße gebaut und wieder abgerissen hatte. Und vielleicht waren Gebäude entstanden, näher einer Straße, die ich nachher wieder entfernt hatte. Und deshalb waren die zu weit von der noch bestehenden Straße entfernt. Dann wäre es doch kein Bug gewesen, sondern ein WB kriegt jedes Spiel kaputt Effekt. Ist aber das Ziel Ortschaft? Forschung, endlich. Jetzt können wir Forschung betreiben. Wir müssen ein Forschungszentrum bauen. Wir können Eisenminen machen. Wir können unsere eigenen Werkzeuge herstellen. Werkzeugschmiede, Eisenschmelze, Kohle, Krankenhäuser, Gesundheit wird überbewertet. Aber erstmal Forschung. Forschung, Eisenminen, USW und so weiter und so fort. So. Dafür braucht man sehr viel Ziegel. Und da weiß ich jetzt nie, wie es bei dir mit dem Verkauf von Ziegeln ist. Oh, lala. Ich vermute, dass du zu viel verkaufst. Das könnte sein, ne? Ich knips mal den Verkauf. Ich mach den mal bis auf alles ab 100 wird verkauft, drunter nicht. Wir schauen mal, wie viel das Forschungsgebäude. Oh, da ist es gar nicht. Das ist hier vorne. Doch, das ist dort drin, bei Verwaltung. Hier vorne. Bürgermeistervilla, die hat mich noch ignoriert, weil ich ja so uneitel bin. Hust, hust. Gerichtsgebäude, da kann man nachher, glaube ich, Erlasse machen, ne? Oder und irgendwelche Vorteile Gesetze. Sich frei. Gesetze, danke. Forschungszentrum, 75 Ziegel. Da muss eine alte Frau noch etwas für stricken. Brauchen wir noch ein Weilchen. Und wir müssen auch aufpassen. 20 Werkzeuge haben wir in Kürze. Ich lasse mal schnell alles durchlaufen. Wir sind gestartet mit 100 Forschungspunkten. Die haben wir auf Halde. ÖPNV haben wir auch noch nicht gezeigt. Schande. Aber ÖPNV brauchen wir, glaube ich, auch noch nicht. Ne? Aber bei so einer kleinen Stadt ist es noch nicht notwendig. Bei größeren Städten hilft das sehr, die Leute zu den Industrien zu befördern, ne? Mhm. Das müssen wir einen Moment warten, bis wir 90 Ziegel haben. Du kannst dir mal die Fischerei angucken von den Details. Die gerne. Die haben wir auch vor kurzem wesentlich verbessert von der Optik. Da oben ist das Schiffchen. Das wird hier rüber runtergelassen. Genau, und dann sortieren die den Fisch da oben. Und das Schiffchen wird dann raufgezogen und bis hier oben hin. Ich würde das ja gerne mal sehen. Fahren die Schiffe manchmal auch hier unten lang? Das haben wir nicht geschafft. Mhm. Das ist auch eins meiner Wunschfeatures, dass die Schiffe auf dem Wasser ein bisschen umherfahren. Aber das haben wir jetzt aus Ressourcengründen nie geschafft. Ich füge mal kurz in Klammern ein, aus gegebenem aktuellen Anlass. Mir ist lieber, ein Spiel erscheint nicht perfekt und vielleicht nur sehr gut und nicht perfekt. Und dafür gibt es das Studio nach dem Release noch weiterhin. Und niemand muss zumachen, das ist mehr im Zweifel. Es war die liebere Variante. So, ja, der Forscherdrang bei mir ist immer da, genau. Und 71, 4 Ziegel fehlen noch, die haben wir gleich. Ja, es mangelt an Fisch. Komm, wir bauen schnell einmal Fisch noch. Fische brauchen ja auch keine Ziegel. Und die setzen wir hier daneben. Oh, die dürfen sich überschneiden, sehr gut. Aber die müssen noch an der Straße. Das gilt als Straßenanschluss, okay. Nee, das gilt nie als Straßenanschluss. Na toll. Eine Sekunde zu spät, mich gewarnt. Einmal wieder abreißen. Und weiter. Oh, die haben auch schon sehr viel zu tun. Guck mal. Der Radius ist bei denen auch relativ groß. Den machen wir kleiner. Machst du den etwas kleiner. Du siehst auch gehighlightet, wo die Fahrzeuge gerade fahren. Mhm. Die fahren teilweise hier oben hin, wo auch die anderen hin könnten. So ist klüger. Wir korrigieren mal alle Speditionen.
Ja, und die fahren teilweise bis hier unten hin. So ein Quatsch hier. Drehen wir das, machen wir das auch mal in klein. Links ist ja eine Spedition. Wir machen es auf so Maximum. Kleiner geht, kleiner geht gar nicht. Doch, so ginge. Lass mal aufs direkte Umfeld hier. Die haben auch ein Problemchen. Aber die Holzfäller oben links wirst du doch noch erreichen, ich oder? Ich glaube, die haben da oben eine Spedition. Schau mal, da ist eine. Hier. Ah ja. Die ist auch viel zu groß, unfassbar. Es gibt noch eine Frage im Chat. Die Feldgröße erscheint mir sehr hoch. Relativiert sich das mit der Erweiterungen? Kann ich sagen, ja. Also die Farmen, die haben eine Produktivität jetzt von 100%. Das kann man sehen, wenn man das Gebäude anklickt. Und durch verschiedene Verbesserungen, da stehen die 100%, kann man diese Produktivität der Farm deutlich erhöhen. Also wir reden da von 500% oder 1000%. Also kannst du in einer gewissen Größe einer Farm wesentlich mehr Lebensmittel produzieren. Super, ich glaube, die 75 Ziegel sind da. Wir können Forschung machen. Wunderbar. Ein Forschungsgebäude schnell bauen. Verwaltung. Da ist es. Und wo da steht, ist eigentlich Wumpe. Braucht gar nichts. Kein Straßenanschluss, kein nix. Macht keinen Lärm. Muss nur irgendwo sein, wo das Auge auch ein bisschen mitspielt. Hat aber einen grünen Bereich. Ei, was bitte? Achso, das ist ein Bereich, der irgendwas boostet, ne? Richtig, also die Zufriedenheit der Leute. Cool. Könnten wir ja den ja... Ja, mal... Wenn wir das direkt in die Nähe des Rathaus machen, die dehnen in einen ähnlichen Bereich ab, da könnten wir denen ja eventuell nicht nur die Kirche entsagen, sondern denen auch auf Parks verweigern. Schwimmbäder und alles andere, was einen glücklich macht. Let's Play Bühnen. Dann bekommen die nur irgendwie das Forschungsgebäude und das Gerichtsgebäude und das Forschungsgebäude und den Rathaus. Damit sie das Gefühl haben, wir leben in einer coolen Gegend. Wir verweigern ihnen die elementare Dienstleistung im Gegenzug, um Geld zu sparen. Guter Plan. Das kannst du so machen. Das war jetzt bist du in die Falle getappt. Das war ein Charaktertest. Ach so. Das war nicht. Das war. Das tut mir leid. Ich dachte, es wäre offenkundig gewesen. Also. Okay. Es ist so, dass man nicht gezwungen wird, die Leute alle Waren zu versorgen. Das hast du nett formuliert. Genau, das. Ja, also der Plan, nimm ernst jetzt mal, der Plan darüber, bestimmte Waren einzusparen, Hauptsache man ist so ein, mir geht es auch weniger um die Waren geben mir auch Geld, weil die Leute kaufen uns die ab. Mir geht es mehr um die Dienstleistungsgebäude, wir haben keine Kirche gebaut und so. Und wenn man viele Leute drumherum hat, dann kann man vielleicht sehr, sehr viel Geld sparen, weil man bestimmte Dienstleistungsgebäude nicht platzieren muss. Also jetzt mal Scherz beiseite. Andererseits nimmt das auch viel Platz weg hier, ne? Das heißt, wo würdest du ein Forschungsgebäude hinsetzen? Ich würde es erstmal dort platzieren. Du kannst es später ja nochmal verschieben, wenn du sagst, an dem Ort ist es besser aufgehoben. Ich würde gern das in der Nähe des Rathauses haben und noch ein paar Straßen. Rathaus war hier, ne? Das ist der Supermarkt. Wo ist das Rathaus nochmal? Hier vorne. Da ist das Rathaus. Vielleicht so hier hin. Dann überlappen die sich ein bisschen und eine Straße oben lang. Und dann hier in die Richtung Stadt weiter ausbauen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das Gebäude hat eine Tiefe von 5 Feldern, genau. Das ist genau die Standardtiefe auch von den Wohnzonen.
mal hier hin. Dann, damit es sich nicht total staut. Einmal hier runter. Jetzt warten wir, bis das fertig ist. Anduls fragt im Chat, ob dein Spiel Ron ein Ende hätte. Es gibt kein Ende. Es gibt ein Ende, das ist Game Over, wenn? Ja, wenn man die Wirtschaft vielleicht nie ideal gebaut hat und keinen Profit mehr macht. Also wenn man gar kein Geld mehr hat, also man, es geht, die Bilanz ist egal, aber wenn man längere Zeit in den Miesen ist, keinen Kredit mehr aufnehmen kann, nichts hilft mehr, dann ist irgendwann Game Over, ne? Weil du dann keine Möglichkeiten mehr hast, etwas dagegen zu tun. Du kannst keine Waren einkaufen, die dir vielleicht fehlen, weil du kein Geld hast. Und damit kommst du aus dem Problem nicht mehr raus. Aber dafür haben wir ja auch die Schwierigkeitsgrade hinzugefügt, wo man das ein bisschen wählen kann, welchen Schwierigkeitsgrad in dem Fall von der Wirtschaft man haben möchte. Fisch fehlt, aber wir müssen erstmal das Forschungszentrum zu Ende haben. Boah, ist das cool. Sehr schön. 20 Forschungspunkte geschenkt. Mit 100 waren wir gestartet. Forschung gucken wir uns jetzt an. Vorher noch schnell die Fische hier unten noch hinzugefügt. Zwei Werkzeuge, da müssen wir warten, bis der Händler kommt. Du hast das rausgenommen aus dem... Du hast recht. Ja, dann machen wir einmalig... Tauschen wir hier eins aus und nebenmal... Die Steine fliegen wir raus. Steine nutzen wir ja ständig. Aber wir machen mal dauerhaft bis 20 immer. Nochmal in die Zeit schnell rein. Dann haben wir einmal, da sind die Werkzeuge schon wieder da. Zwei Fische nebeneinander. Jetzt habe ich erstmals den Trick von Ron genutzt, einfach zu ziehen, damit zwei Gebäude auf einmal entstehen. Und jetzt schauen wir uns mal die Forschung an. Und die findet sich wahrscheinlich, ich tippe mal drauf, entweder Gebäude anklicken oder links oben auf das Forschungssymbol. Ich mache mal den eleganteren Weg hier vorne. Und wir haben das Forschungsmenü. Und man muss kurz sagen, Ron, bei vielen anderen Spielen entstehen ja Forschungspunkte über Zeit. Man hat Gebäude, die Forschungspunkte generieren. Hier ist das so, Forschungspunkte bekommt man auf anderem Wege. Dafür wiederum bei vielen anderen Spielen ist es so, dass man Forschung laufen lange auf Zeit und dann irgendwann hat man zu Ende geforscht und ihr habt ja ein ganz anderes System drin. Richtig. Also du musst gewisse Missionen erfüllen, um weitere Forschungspunkte zu bekommen. Hier auf der linken Seite siehst du die einzelnen Forschungsmissionen und dann kannst du gezielt daran arbeiten, weitere Forschungspunkte zu generieren. Es gibt noch ein paar andere Wege, Forschungspunkte zu bekommen, die hier nicht aufgeführt sind, aber lasst da euch überraschen. Also welche Events und Quests, die noch auftreten. Das hier vorne... Die können wir uns abholen, die haben wir alle schon erfüllt. Langes Straßennetz, zwei Stadtgebiete sind zwei Kacheln. Hafen haben wir gebaut, Forschungszentrum auch. Lagerhaus gebaut, Werkzeuge gekauft, dickes Straßennetz. 4000 Leute leben bei uns. Und den Rest, den kriegen wir noch über Zeit. Wir haben mit 100 Forschungspunkten gestartet, weil wir das bei Partiestart bei den Optionen eingestellt haben. 135 generiert, 235 haben wir. Damit kann man schon sehr viel anfangen und ich glaube, wir sollten einen Blick vor allem darauf werfen. Also Forschungspunkte gelten, sie haben ja vor allem, danke an Asterix fürs 35. Abo und für ein Stufe 3 Abo. Vielen Dank. Dafür unterbreche ich gerne. Ein sehr großzügig dickes Dankeschön an Asterix. Sehr freundlich. Mit dem Zaubertrank pushst du mich zur Höchstleistung.
Forschung, Hauptzweck ist der, dass man bestimmte Produktionszweige effizienter macht und damit Dinge sehr preiswert herstellen kann, die man gegebenenfalls auch exportiert und dadurch zusätzliche Geldquellen einfach erschließt. Dazu kommen noch bestimmte Spielfeatures, das ist eben erklärt, zum Beispiel, dass man sagen kann, Rohstoffgebäude geben, auch wenn sie nur am Rand eines Lehmvorkommens oder eines Kohlevorkommens gehen, immer 100% Ertrag und nicht nur 70 oder 80. Aber was ich vor allem interessant finde, ich würde mich gerne finanziell etwas entlasten und mich da dahingehend von ihr coachen lassen, ob wir irgendeine coole Exportsache finden. Gute Exportsache. Ich glaube, das schaffst du jetzt so noch nie, weil du dann auch andere Möglichkeiten benötigst, wie du Gebäude weiter verbessern kannst, dass die so effizient sind, dass die Handelspreise dir einen Gewinn bringen. Okay. Aber du kannst natürlich andere Forschung machen, die generell, wo du mehr produzierst, zum Beispiel bei den Farmen. Das wäre eine Möglichkeit, die Farmen aufzuwerten. Und, dadurch sparst du enorm viel Geld, vielleicht auch Arbeiter, wenn du die Forschung machst. Und man forscht von unten nach oben. Ah, genau umgekehrt. Da unten bin ich. Forschungsbaum. Ein Baum, der nicht vom Himmel herab wächst auf die Erde, sondern von unten empor. Hier unten sind wir. Das heißt Plantagenwirtschaft. 20% mehr bei den Farmen an Produktion. Fischer benötigen 50% mehr Arbeiter, produzieren aber auch entsprechend viel. Okay, die Lohnkosten sinken, ist, denke ich, vor allem relevant, wenn man wenig Küstenplatz hat. Auch sonst gibt es Sinn, aber dann noch mehr. Hier kommen wir hin. Lagerkapazität erhöht, dann müssten wir weniger Lager bauen. Nee, dann bräuchten wir eher weniger Spediteure, weil die dann nicht so oft angefahren werden müssten. Hochseefischer, das ist spannend. Mehr 50% mehr für Fischer. Das hier Farmer. Farmen können größer aufgezogen werden. Und nochmal 10% mehr Produktivität. Brauchen weniger Arbeiter, finde ich jetzt nicht so wichtig. Oh, das denkst echt? Du. Das ist eigentlich die beste Forschung für die Farmen, weil du bezahlst Lohnkosten. Geldes. Natürlich. Du bezahlst Lohnkosten pro Arbeiter. Wenn du 30% weniger hast, kostet es ungefähr 30% weniger. Mhm. Leute, außerdem hast du die Arbeiter, die du vielleicht in Büros stecken kannst, weil Büros generieren ja ganz viel Geld. Also gewinnst du doppelt. Sehr cool. Also das könnten wir machen. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Dann schauen wir uns den Transport an. Ja, aber das ist kein Baum. Hier, das ist eher so ein Wabennetz, wo man in der Mitte startet, ne? Richtig. Ampeln schalten intelligenter. Ampeln, ja, das ist ein gutes Feature. Da wird geprüft, an welcher Zugang zu einer Kreuzung mehr Fahrzeuge warten. Und dann kriegt diese Straße länger grün als andere Nebenstraßen, wo eigentlich nie viel Verkehr ist. Mhm. Ja, Ampeln haben wir automatisch überall. Wir müssen uns mal für eine Sache entscheiden, weil wir nur noch wenige Minuten haben. Danach geht es weiter mit einem anderen Spiel live und an einem anderen Tag weiter mit neuen Videos. Dann lass uns mal die Farmgeschichte machen, bevor wir uns hier verzetteln. Wir gehen hier einmal rein. Farmen geben 20% mehr Produktivität. Und jetzt habe ich das gerade genutzt? Nee, ich muss das einmal gedrückt halten, damit ich nicht versehentlich einmal klicke. Und jetzt haben wir 20 Punkte verloren. Jetzt erhöhen wir nochmal die Produktivität. Wir spezialisieren uns. Jetzt sorgen wir dafür, dass wir die 30% weniger Beschäftigte haben. Das klingt grausam, weil wir Leute freisetzen. Also arbeitslos machen, aber die werden ja woanders beschäftigt. Ich würde gerne noch ein weiteres Feature aufmerksam machen. Gerne. Und zwar, wenn du 10 Forschungen in einer Kategorie machst, kriegst du einen Set-Bonus. Und der ist kostenlos. In dem Fall dies. Cool. Produktionskapazitäten um so und so viel, um hohe Prozentpunkte erhöht. Kapazität heißt, die Produktion wird erhöht pro Zeiteinheit. Richtig. Bei gleichen Kosten. Das war heftig. Ja, also brauchst du bei großen Städten einfach. Das machen wir. Die fressen dir die Haare vom Kopf. Ja, ist bei mir schon passiert. Aber wir spezialisieren uns trotzdem auf Nahrung. Ich bin vollkommen überzeugt, das machen wir. Wenn du bei zwei Forschungsbäumen jeweils diesen Set-Bonus freigeschaltet hast, kannst du den fünften Spezialbaum forschbar machen.
Das ist diese Sterne oben. Die fünfte Kategorie. Okay. Das nutzen wir erstmal. Und das Nutzen, also schalten wir jetzt frei und wir nutzen es beim nächsten Mal und beim nächsten Stream mit Hi-Rise City. Lieben Dank schon mal an Ron, dass du heute dabei bist, / warst. Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und war total entspannt, sehr angenehm, coole Tipps. Hat auch wie immer so funktioniert. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, war toll. Liebes Dankeschön nochmal.